Palast, Kommandozentrale, hier spricht 41. Haben einen zweiten Overlord bei der Landung gesichtet. Verzeichnen schwere Verluste. Feindliche Einheiten bewegen sich auf dem Palast zu. Bitte um Anweisungen. Halten Sie Ihre Position, 41. Wir mobilisieren die Verteidigung des Palastes, aber wir brauchen Zeit, um die Fürstenfamilie zu evakuieren. Kommandozentrale, wir tun unser Bestes. Wer zum Teufel sind Sie? Angriffseinheiten. Wahrscheinlich das fünfte Donegal. Das ist meine alte Einheit. Warum sollten unsere eigenen Streitkräfte uns angreifen? Es musste so kommen. Nichts ist wie früher. Sigma-Lanze, formiert euch hinter mir! Zentrale, Sigma-Lanzenkommandant. Rücken aus. Wir haben die Fürstenfamilie an Bord, aber wir können nicht abwarten, bis diese Luftabwehrstellungen ausgeschaltet werden. Langstreckenraketen im Anflug. Passt auf, raus aus dem Hangar! Ortet die Raketenwerfer! Ich habe eine Peilung! Schalt sie aus! Einschlag! Netter Schuss, Sig 2. Okay, okay. Auf mein Zeichen, alle ausschwärmen und Kurs auf den Gerichtshof! Ziehen uns zurück und formieren uns neu! Im Anflug! EMS aktivieren! Sir! Raketen aussteigen! Aussteigen! Sig 2, hier ist Lanzenkommandant. Können Sie mich hören? Karis! Können Sie mich hören? Wachzentrale, hier ist Sigma-Kommandant. Wie ist Ihr Status? Kommandozentrale, hier Sigma-Kommandant. Verbindung zur Wachzentrale verloren. An alle Einheiten. Hört ihr mich? Ich habe Feindkontakt im Gerichtshof. Ich halte sie auf, solange ich kann. Ja, servus, willkommen zur Gruppentherapie und zu dem neuen Projekt Mech Warrior 4 Vengeances. Das war jetzt nur ein ziemlich langes Intro, aber was konnte man sehen? Man konnte sehen, wie der Fürstenpalast angegriffen wurde, und zwar von Steiner-Truppen. Catherine Steiner hat die Kontrolle über die innere Sphäre übernommen gehabt und Kentaris besetzt und das Fürstenhaus überrannt. Der nette Herr, der da versucht hat, die Stellung zu halten, das ist unser Onkel, und zwar der Onkel von Ian Desari. Und zwar schlüpfen wir in diese Rolle dieses Ian Desaris hinein und versuchen
Endeffekt mit Guerilla ankriegen, die Steiner-Truppen wieder zurückzuschlagen und uns so den rechtmäßigen Thron an uns zu reimen. In der vorigen Folge, in der Folge 0, hatten wir schon einen neuen Spielcharakter angelegt gehabt. Den werde ich jetzt hier mal starten. Da möchten wir hinein und fangen dann auch hier an mit der Kampagne. Und zwar werden wir die ersten Gefechte haben und schauen wir mal, was uns das bringt. Ich werde versuchen, ungefähr in jeder Folge eine Mission abzuschließen, je nach Umfang. Wenn nicht, muss ich zwischendurch schneiden, aber das werden wir dann sehen. Aber fangen wir erstmal an, wahrscheinlich gleich mit einer neuen Cutscene. Mein Sohn, ich wünschte, dies wären nicht die letzten Worte, die ich an dich richte. Ich muss Jahre gut machen in den Minuten, in denen diese Nachricht noch gesendet werden kann. Ich habe meine Worte oft bedauert, mit denen ich dich einst fortschickte. Doch sie sollen nicht die letzten sein, die du von mir hörst. Damals sprach ich als Herzog, nicht als Vater. Denn ich fürchtete, du könntest die Familienehre beschmutzen. Ich habe mich getäuscht. Du hast vielleicht geglaubt, du seist vergessen, doch in Gedanken war ich dir nie fern. Ich habe deine Geschicke in den Clankriegen verfolgt. Du hast deinem Namen viel Ehre gebracht. Und ich war stolz, dein Vater zu sein. Wenn du mir vergeben könntest, wie gerne würde ich dich bitten, endlich heimzukehren. Doch es ist zu spät. Weil ich gegen Katrina Steiner Stellung bezog, als sie ihr Versprechen brach und die Herrschaft über das Commonwealth an sich riss, soll unsere Welt als Beispiel für die Herzöge dienen, die ihr an meiner Seite Widerstand leisteten. Sie nehmen Kentaris ein. Sie haben eine Eingreiftruppe geschickt. Bald werden sie auch die Verteidigung des Schlosses durchbrechen. Deine Brüder, deine Schwester. Wenn du dies hörst, sind wir sicher schon alle tot. Halte dich von Kentaris fern, Ian. Dein Onkel Peter befehligt in der 4. Davian Guard beim Planeten. Solange er sie nicht angreift, wird Katrina es nicht wagen, sich gegen ihn zu stellen. Geh zu ihm. Lebe. Sei stolz auf unseren Namen. Mein Sohn, ich habe dich immer geliebt. Und ich bin sehr, sehr stolz auf den Mann, der du geworden bist. Lebe wohl. Hat man die Leichen gefunden? Steht es fest, dass sie alle tot sind? Wer den ersten Angriff auf das Schloss überlebt hat, wurde von Steiner hingerichtet. Wir wissen nicht, wo sie begraben sind. Aber entkommen ist wahrscheinlich keiner. Ich weiß, was in dir vorgeht, Ian. Doch was dein Vater stets gesucht hat, sind Ehre und Gerechtigkeit, niemals Rache. Gerechtigkeit? Meine Familie ist ermordet worden, Peter. Alle bis auf dich. Wer auch immer sie getötet hat, verdient auch den Tod. Wir haben Wichtigeres zu tun. Wir müssen Steiner von Kentaris 4 vertreiben. Dann deinen Cousin William absetzen und die rechtmäßige Herrschaft wiederherstellen. William? Er ist nur eine Marionette, Ian. Steiner beherrscht deine Heimatwelt. Wir haben nur wenige Truppen. Doch wenn wir den Menschen zeigen, dass sie etwas ausrichten können, werden sie uns bei der Befreiung von Kentaris unterstützen. Also, wenn du der Sohn deines Vaters bist, machst du dich jetzt fertig. Wir müssen jetzt zuschlagen, bevor sie entdecken, dass wir hier sind. So, da hatten wir kurz gesehen gehabt, das war unser Onkel Peter, Peter Tessari, und wir sind Ian. Und zwar ist das hier die Menükommandozentrale. Hier ist unser aktuelles Missionsgebiet. Wir können auf das Missionsgebiet draufklicken, haben hier eine Katzenübersicht. Das ist ein Informationspunkt, wie man hier schon sehen kann. Hier haben wir unseren Landepunkt. Und Navigationspunkt Alpha. Ziel wird es sein, von hier aus entlang zum Navigationspunkt zum Alpha zu wandern. Am Informationspunkt, und zwar Operations-Einsatzziel 1. Erstens, zerstören Sie die feindliche Kommunikationszentrale. Hier beginnt unsere Rebellion. Wir werden den wichtigsten Bestandteil des Steiners Kommunikationsnetzes angreifen und zerstören. Es sind wenige feindliche Truppen und geringer Widerstand zu erwarten. Durch Zerstörung der Kommunikationsstationen wird Steiners Kommunikationsnetz von Kentaris 4 abgeschnitten. Der Landepunkt. Hier haben wir
unsere Karte und hier haben wir die Möglichkeit, unser Mech auszusuchen. Aktuell besitzen wir nur eine Shadowcat. Das Interessante dabei ist, wir können angehen, ob wir Tag oder Nachts angreifen wollen. Ich empfehle permanent immer Tags, weil Nachts bringt keinen großen Vorteil, außer für uns Nachteile. Des Weiteren haben wir hier noch das Mech-Labor. Da werden wir mal als nächstes reinschauen. So, hier sehen wir erstmal unseren Mech. Ich werde mal ein bisschen was grob zu den Geschichten erzählen, was man hier so einstellen kann. Das ist sozusagen die Shadowcat. Das Chassis ist vom Typ-Modell Clan, mittelschwer. Hier haben wir ein paar technische Daten wie Beschleunigung, Verlangsamung, Drehgrad, Torsa-Drehbereich, also wie weit man den schwenken kann und der Weiten. Hier oben sehen wir unsere aktuelle Feuerkraft, Panzerung, Geschwindigkeit und die Wärmeeffizienz. Die Wärmeeffizienz ist besonders dann wichtig, wenn man mit Laserwaffen arbeitet, weil wenn man die zu schnell feuert, überhitzt der und der Mech schaltet sie ab. So wie wir das kurz in dem Training gesehen haben. Wir haben hier einen 45-Tonner Mech, der aktuell voll beladen ist. Zusätzlich hätten wir noch hier Jump Jets, die persönlich lasse ich immer raus, weil wirklich was bringt, tut es nicht mit 45 Tonnen zu springen. Dann hätten wir hier LAMs, das sind Anti-Raketenmisse, zum Vergleich der AMs, das sind die hier drüben. Der inneren Sphäre ist für der Clan, die LAMs würde ich gerne mitnehmen und zwar im Vergleich zum AMs, der inneren Sphäre ist für die Clan Laser AMs eine kleine, keine Munition erforderlich, jedoch erzeugt die eher Hitze. Das sieht man im Endeffekt hier ran. Wenn ich das oben einschalte, erhöht sich erstmal unsere Feuerkraft etwas. So, was haben wir hier noch? Hier hätten wir BAP. BAP ist ein Beagle Active Probe. Durch den Scout- und Feuerschutzmechanismus angebrachte Beagle Action Probe wird die Sensorbereich vergrößert und die Aufschlagzeit von Raketen verringert. Ist nur dann interessant, wenn man auch wirklich Raketen dabei haben. Das ist ein Teil, das macht nur Sinn, wenn man mit nachts unterwegs ist, weil es sind einfach Lampen. Dann hätten wir hier Waffensysteme. Unser Mech ist voll bestückt. Waffen zusätzlich haben wir keine. Hier jetzt haben wir ein paar Impulslaser im rechten Arm. Einen großen, klaren Impulslaser im rechten Arm. Der hat natürlich deutlich mehr Schaden, aber erzeugt deutlich mehr Hitze als die kleinen. Noch ein paar Machine Guns, Kurzstreckenraketen, nochmal einen Impuls Laser und hier ist noch ein kleiner Small Laser. Laser haben deutlich mehr Schaden als Impulslaser, brauchen aber längere Zeit zum Aufladen und erzeugen mehr Hitze. Das ist eher die Variante Treffen, Zielen und ein Treffer und der Schaden ist gigantisch oder es dauert zu lange, bis man nachfeuern kann. Des Weiteren hätten wir die Möglichkeit hier die Panzerung. Wir werden hier kurz die Panzerung für hinten noch etwas erhöhen. Und sonst sieht es ganz gut aus. Hier sind die sogenannte Heat Sinks. Damit können wir künstlich zusätzliche Kühlung einfügen. Das werden wir auch einmal tun. Damit erhöht sich unsere Energieeffizienz und die Gefahr der Überhitzung ist nicht ganz so hoch. Geschwindigkeitstechnisch würde ich jetzt nichts machen. Hier haben wir noch ein bisschen Optik, was wir uns verwenden können. Ich denke mal, wir werden mal schauen, was es hier gibt. Wir hätten hier eine Savanne. Wüste ist es eher weniger. Snow, Panzer, Tree Lines. Bleiben wir bei den Tree Lines, das sieht ganz schick aus. Und das war's. Noch zusätzlich haben wir hier die Feuergruppen. Hier können wir die einzelnen Feuergruppen einstellen. Ich würde jetzt sagen, hier packen wir den Small, die beiden Laser zusammen und die Impulswaffen und die Shotgun packen wir zusammen. So würde ich das jetzt erstmal lassen. Wir speichern das Setup als solches und verlassen das Lab-Labor und starten uns jetzt die erste Mission. Und zwar die Zerstörung der Kommunikationszentrale. Wir starten jetzt mit der Action. Sieht's aus, meine Herren. Wir sind kurz davor, einen Krieg zu beginnen. Vor uns liegt der Hauptkommunikationsstützpunkt. Er hat nur leichte Verteidigungsposten und dürfte ein Kinderspiel sein. Zerstört ihn und die Kommunikation zwischen Steiner und Kentaris 4 wird völlig abgeschnitten. Es sind nur leichte vereinzelte Verteidigungsposten zu erwarten. Schlagt schnell zu und macht alles zu Staub, was nicht Stein ist. Das wird kein großes Problem sein, Sir. Natürlich nicht gegenseitig. Ian, dein Lanzenkamerad bei diesem Einsatz ist Casey Knowles. Du wirst dir angewöhnen, ihn zu ignorieren. Das tun wir anderen auch. Casey, die Shadowcat zu Ihrer Rechten ist mein Neffe und Ihr zukünftiger Herzog. Zeigen Sie ihm gegenüber mehr Respekt als mir. Das wird kein großes Problem sein, Sir. Das da drüben sind die Sendetürme. Die sollten wir am besten zuerst zerstören.
Wahrscheinlich brauchen wir dazu relativ schwere Waffen. Also dann, auf in die Schlacht! So, volle Kraft voraus! Waffen aktivieren! Genau. Volle voraus, Waffen sind aktiviert. Wir werden beschossen. Und sieht so aus, als hätten wir es mit einigen LRMs zu tun. Da hätten wir schon die ersten Freunde. Nehmen wir mal die Geschwindigkeit raus. Nehmen wir mal kurz die Geschwindigkeit raus, sonst rennen wir hier die Gebäude über den Haufen. Als erstes nehme ich mir mal die Verteidigungsanlagen vor. Ziel zerstört. Weil die machen es wahrscheinlich mit dem meisten Ärger. Oh, ich bin auf ein paar von Steiners Männern getreten. Die Latschläser haben hier deutlich mehr Bums und sind wohl hier das Mittel der Wahl. So, damit werden die ersten Raketenwerfer hier schon außer Gefecht gesetzt. Wahrscheinlich nur eine 02-Explosion. Aber gehen Sie nicht zu nah ran, damit Sie nichts von den Splittern abkriegen. Da haben wir noch einen Raketenwerfer, beziehungsweise hatten einen. Da drüben steht auch noch einer. Omega Lande, wir sichten Fahrzeuge, die die Station verlassen. Alle mobilen Einheiten neutralisieren. Sie könnten andere Steiner-Truppen warnen. Ich dachte immer, so, dass wir so den haben wir zerlegt. Bisschen den Speed rausnehmen. So, der ist auch gerade dabei, auseinander zu fliegen. Da oben haben wir noch ein paar Raketenwerfer. Beziehungsweise hatten nur noch eine. Haltet die Augen offen und überprüft eure Ziele. So, es geht relativ flott hier voran. Der ist auch hinüber. Einmal kurz rüberschwenken. Aktuell sehe ich noch vier aktive Ziele. Davon ist hinter mir ein Raketenwerfer. Den schnappe ich mir gleich als nächstes. Zerstört. So, zerstört. So wie das jetzt aussieht, sind erstmal alle aktiven Ziele zerstört. Und wir können uns um so Primärziele kümmern. Und zwar sind das die Freunde, die diese Funkantennen. Da nehme ich mal den Speed raus. Wir haben ja auch noch Raketen. So, das war die erste Kommunikationsantenne. Wir feuern dann auch gleich mal auf die nächste. Wir haben noch ein paar Raketen hinterher, wir wollen ja nichts mitnehmen. Da ist dann die zweite auch hin. Man muss natürlich aufpassen beim Seitwärtslaufen, dass man nicht gegen irgendwelche Gebäude läuft. Wir haben ja jetzt gelernt im Tutorial, wie man seitwärts läuft. Jetzt kommt halt noch das Feuer dazu. Als nächstes müssen wir die Sendetürme zerstören. Da bin ich ja schon mitten dabei. Schön, dass der Trigger ein bisschen spät kam. Als aktives Ziel zeigte man natürlich den Turm an, den ich jetzt die ganze Zeit schon angegriffen habe. Unten links sieht man jetzt auch die Energiebalken des Turms. Ich nehme noch ein bisschen den Speed raus, weil so schnell brauchen wir nicht laufen. So, die Munition für die Machine Gun ist alle. Das haben wir schon gehört gehabt. Omega Lanze hier, Rathburn. Und damit ist es zerstört. Alle Kommunikationseinrichtungen sind neutralisiert. Einsatz erfolgreich abgeschlossen. Gute Arbeit, meine Herren. Ah, Steiners Fall ist sicher. So, das war's. Gute Arbeit, alle Mann. Zurück zur Basis. Ja, danke. Zentrale, wir machen es auf zur Basis. Hier Omega-Lanzenführung. Operation erfolgreich abgeschlossen. Roger, Omega-Lanzenführung. Kehren Sie zur Basis zurück, Kurs 175. Omega-Unterstützungseinheit, mobilisieren Sie die Bergungseinheiten und durchkämmen Sie das Einsatzgebiet. Zeitfenster 2 Stunden 20 Minuten. Schöner Lauf. Nichts macht mich so wach wie ein kleiner Tanz mit Steiners Truppen. Ja, das war da wohl unsere erste Mission. Sehr erfolgreich. Das ist jetzt der Missionsbericht. Lanzenkameraden 1, 2, 3... Hatten wir keine, weil später kann man dann noch mit mehreren Lanzen unterwegs sein. Zusätzlich kommt dann hier, dass wir
Bergguthaben. Wir haben einen Flammenwerfer, Medium Laser, Small Laser, zwei Stück, zwei Small Pulse Laser, LRMs, SRMs, das sind Langstrecken-Rockets Medium und Short-Rockets Medium, zwei Stück geborgen. Des Weiteren haben wir hier noch Machine Guns und AC-5s. AC-5s, das sind im Endeffekt riesengigantische Shotguns, die natürlich ideal für den Nahkampf sind. So, in diesem Einsatzbericht mag ich jetzt auch gerne die Folge beenden, weil jetzt würde ein Klick auf Schließen die nächste Mission schon spoilern. Deswegen sage ich herzlichen Dank für euer Interesse. Ich hoffe, es war etwas für euch dabei, auch wenn viel Einführung, Intros war. Mir hat es gefallen. Sagt mir Bescheid, wie ihr es fandet, ob ihr mehr davon wollt, denn ich freue mich über euer Feedback. Also, ich bin euer MacVurago und sage Servus und Ade.